Mein Gott, jetzt habe ich deine Nase berührt. Warte mal. So, jetzt ist gut. Ich habe deine Nase berührt. Hast du gemerkt? Ja, ne? Glück auf, Leute. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, jetzt hatte ich so mal so zwei Tage, ja, im Grunde zwei Tage ja fast Ruhe. Ich habe ja immer so ein bisschen was, ein paar Filme im Voraus gedreht. Ja, das gilt ja, ist ja nur für, damit ich auch mal, ja, meine Füßchen, meine Beine hochlegen kann. Ja, manchmal muss das auch sein. Ich kann ja nicht dauerhaft, dann mache ich manchmal zwei Sachen an einem Tag und ihr merkt das gar nicht. Weil ihr bekommt jeden Tag um 8 Uhr frisch auf dem Frühstückstisch, ja, zwar kein warmes Ei, ja, so wie ihr das gerne habt, gerührt, geschüttelt oder gekocht, weich gekocht oder flaumig oder Wachs, ja, wachsig, ne, gibt's ja auch, ne, wachsige Eier, ne. Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Und ich ja auch, ne, ich bin ja auch da. Ja, wenn ich da bin, läuft das auch. Ja, was machen wir heute Schönes? Erstmal begrüße ich euch. Ich begrüße alle neuen ja, Abonnenten. Ihr braucht keine Angst haben, ihr bekommt keine Zeitschrift zugesendet, wenn ihr hier ein Abo macht. Ja, die Glocke aktivieren. Ja, das sind alles so Sachen, dann bekommt ihr immer Info. Wenn wir, ja, die Teddy Gang, meine Frisur sitzt heute nicht so wie sie soll, ich war gerade duschen. Ja, ja, und hier klebt auch noch ein bisschen Waffeln, ne? Ja, Niki hat mal wieder so einen Eimer Waffeln gekauft, ne? Wir freuen uns natürlich alle fürchterlich, aber ich schimpf dann immer, ne? Vom Essen, Süßigkeiten, ganz böse. Ja, gut. Was machen wir heute Schönes? Ja, wir machen das heute ganz bunt. Beziehungsweise, so genau weiß ich ja auch noch nicht, wie es werden soll und was es werden soll. Ja, das ist immer so eine Sache, ne, bei mir, ne? Oder vielleicht bei euch. Also, wie gesagt, wir gehen ja nicht nach einem Kochrezept, ne? Wir gehen nur nach, ja, könnte man eventuell, ja, als Idee, mach mal, ne? Dann macht man, man guckt in die Schränke, Kühlschrank, Roster vielleicht noch, ja, und überall da, wo du Lebensmittel noch rumlagerst, ja, sprich, ich sag auch mal, ja, wenn du jetzt, ja, irgendwelche Sachen noch über hast, die du ja nicht aufgebraucht hast oder so, ja, verwerte das, ne? Nudeln, ja, mit ein bisschen Schinken da dran, ja, okay, jetzt sind wir gerade momentan auf einem vegetarischen Trip, ja, da könnt ihr ja einen anderen Ersatz dafür nehmen, ja, Nudeln mit Ei, Kräuter, also ein paar, ja, Schnittlauch, Petersilie drunter, braten in der Pfanne, fertig. Ja, vegetarisch. Ja, wenn er das natürlich andersrum wollt, macht er einfach Schinken oder Speck noch dran. Also Würfelkäs dran. Ja, sowas, ne? Aus solchen Resten halt noch irgendwas Leckeres zaubern. Nicht gleich wegwerfen. Wir schmeißen viel zu viel weg. Ja, das sind im Jahr Tonnen. Also ist nicht jeder einzelne, ja, summa summarum, sondern so, ja, zig, hundert, viele tausende Tonnen, ja, die ja in unserem Land hier verbraten werden. Ja, und da wir eine Comedy-Sendung sind und vieles und viele durch den Kakao ziehen, ja, oder auch mal über Sachen sprechen, die vielleicht zum, ja, ja, zum Traurigsein anrühren, ja, wir unterhalten uns. Ja, Küchentalk, wie gesagt, ist keine Kochsendung. Davon gibt es viel zu viele. Ja, und jeder meint, er konnte das Beste kochen. Und das behaupte ich von mir bestimmt nicht. Ja, wir sind ja eigentlich nur, ja, eine fröhliche Family. Also wir drei, ich, Küken und Niki, ne? Also der Esel nennt sich immer zuerst. Ja, Esel hat früher die beste Salami gemacht, ne? Also gut aus ihnen gemacht, heute weniger. Ja, aber wir haben jetzt zum Beispiel vegane Salami. Ja, vegane Salami. Ja, weil es steht ja immer das blöde Scheiß-Drecks-Kack-Piss-Wort drauf, vegan, ja. Überall, ja. Ja, ich suche das sogar schon auf Zigarettenschachteln, ja.
dass dieses Blatt, ne, so ein grünes Blatt auf so einem gelben Hintergrund, ne, dass da drauf steht vegan. Da würde ich schreien. Ja, ich glaube, da würde ich die Zigarettenschachtel dem Kioskmann da gleich wieder reinpfeffern. Ja, weil auf jeden Scheiß muss jetzt vegan draufstehen. Ja, dann drucken sie doch über. Du kannst ja auch auf Äpfel, weißt du, vergleichen wir doch mal, auf Äpfel, so ein Paket Äpfel, wo so 6 Stück drin sind, und so schön gemalt, bunte, rote Äpfel, ne? Oder grün, je nachdem. Ja, könnte man ja auch beischreiben, Delfin todfrei geerntet. Ja, oder? Ja, ohne Delfine zu töten, weißt du, wie ich meine? Ja, ne? Könnte man ja auch auf Apple schreiben. So gaga sind die Leute, ne? Die benutzen diesen Ausdruck vegan, ja, also Rasierschaum, ne? Habe ich ja die Tage noch schon gesagt, ne? Rasierschaum, Shampoo, Haarspray. Leute, ich habe noch nie im Bad gestanden am Spiegel und gedacht, oh, das ist vegan, toll. Ja, oder Rasierschaum, bis die Rasierschaum hier dran, oder, oh, das schmeckt aber vegan. Tolle Wurst, Leute. Ich bin begeistert. Wenn da Tierwohl draufstehen würde, also, wenn dieses Kosmetik ohne, dass Tiere dazu zu Schaden kommen, ja, Mäuse, Ratten, Meerschweinchen, Hamster, was weiß ich, ja, wenn man das vielleicht testweise in die Augen schmiert, vielleicht, ja, das ist leider so. Sind wir doch mal ganz ehrlich, und Butter auf dem Fisch. Ja, was ist los, Mäuschen? Mäuschen meint, er muss jetzt mal hier um. Ist nicht Mäuschen, guck mal hier. Da, Jackie, was gibt das hier? Ist das jetzt neu? Am Küchenschrank rumzusturen. Ja, ne, also man meint immer, aber Bio ist ja auch nicht anders, ne? Man schreibt ja auch den ganzen Scheiß ja überall Bio drauf, weil Bio. Und vegan, Leute, da kann man das Produkt gleich um 50 Cent, ja, ich weiß ja nicht, was das ist, ne? Ein Auto, mit, also ein veganes Auto, wäre dann vielleicht 15.000 Euro teurer, wenn das Bio und vegan draufstehen würde. Wah, überleg mal. Tu dich das mal rein. Ja, ja, ich habe hier immer Creme fraiche, ja. Das kann ja nicht vegan sein, weil wenn das richtig aus, da ist so eine Kuh drauf abgebildet, ne? So ein bisschen stylisch. Aber hier, ah, das habe ich nicht verstanden. Leute, da komme ich nicht mit hinter. Was ist das für ein Zeichen? Kennt ihr dieses Zeichen hier? Ich habe jetzt irgendwie keine Lupe bei. Das ist alles so klein gefutzelt geschrieben. Das ist das Zeichen für. Ich muss da mal richtig im Licht halten. Das ist mir zu düster immer. Nee, okay, steht drauf vegetarisch. Ja, aber das ist auch das Zeichen für vegan. Ne? Erinnern wir uns dran, ne? Dieses gelbe Blatt oder Blüte oder was ist das da? Tulpe. Ja, auf dem grünen Hintergrund. Ne? Ist vegetarisch. Ich war schon am Überlegen, ich habe schon im Laden schon daran gezweifelt, ja, ja, ich sag, das geht nicht. Dann besteht dieser Käse, dieser gereibte Käse, geriebene Käse, dann besteht der nicht mehr aus Milch, ja, also Pseudokäse, super special, ne, oder irgendwie sowas. Ja, pass auf, Leute. Ja, bevor wir uns jetzt hier wieder festquasseln, ja, und ihr immer neue Fragen stellt. Ich habe jetzt hier so eine Auflaufform, ja, da habe ich schon mal gerade ein bisschen Öl reingetan. Das siehst du, das zerfließt. Das ist wahrscheinlich, ich würde sagen, das ist vegan. Ja, aber wenn eine fleischlose Wurst, dann steht vegan. Also wenn eine fleischlose Wurst drauf haben möchtest, dann steht dann halt vegan drauf. Ja, aber bei Käse ist es natürlich so eine Sache. Ne? Aber die machen schon vieles nach. Also wir haben jetzt gestern der Film, ja, da haben wir ja unwahrscheinlich viel eigentlich überall drauf geachtet, sogar Schokolade, Süßkram, Weingummis, ja, diese, ne, Gummiflummibären. Ja, bei der einen Firma, da achtet man gar nicht drauf. Und die Kack, Tick, Tick, Tack, eine andere Firma, Harry Dingskirchen und Tick Tacks, ne, oder wie heißen die?
KitKats oder so, ne? Da wird schwer drauf geachtet, ne? Schmeckt natürlich ganz anders und etwas komisch. Ja? Gelatine ist ja, Leute, Gelatine ist für den Körperbau bei Kindern, also Knochenbau, Knorpelansätzen, ja, ist wichtig. Ja, sprecht das bitte mit einem nicht veganen, vegetarischen Arzt durch. Nicht mit einem, ja, der vielleicht sich, ach so, ich bin ja nicht ganz so laut. Ich mache mal eben hier, ich habe ja hier ein Mikroskop, das reicht ja eigentlich schon. Also sprecht das mal mit einem Fachwissenden durch, ja, der sich mit Ernährung und vegetarisch und vegan sehr gut auskennt. Trotzdem, also, ich wollte schon sagen, du stammst da so komisch. Ja, ich mache mir mal Sorgen, wenn meine Katzen so irgendwie komisch stehen oder so, dann kriegst du mal Angst. Also ich mache mir meine Sorgen. Ja, so, und da musst du natürlich vorab wissen, ne? Weil so ein Gelatine-Schub, ja, ich habe zum Beispiel vom Arzt, weil ich damals unwahrscheinlich, meine Knie waren kaputt, ja, ich habe schwer arbeiten müssen und ich bestand nur noch aus Sport und Bewegung, ja, und da habe ich, wenn ich hier so, dann bin ich hier das Öl am Verteilen, also nicht wundern, ne, ihr Süßen, ja, ja, da musste ich natürlich Gelatinepulver, ja, und das war so eklig, das ist so, ja, kennt ihr da dieses Gelatinepulver, ja, dieses, was sofort aufzulösen ist? Ja, wenn ihr Pudding oder so eine Götterspeise oder was machen wollt, ja, da gibt es so ein Geliermittel, wie dieses Gelierzucker, ne, für Erdbeermarmelade oder so machen. Ja, aber das ist dann nur das, dieses Gelier und so ähnlich. Musst ihr euch das, ja, so, das ist eigentlich, glaube ich, das sogar dasselbe. Und das musste ich entweder löffeln im Joghurt oder irgendwo oder ja, habe ich doch lieber einen Pfund Gummibärchen gefressen. Ne? Ja, ehrlich, ich war, ja, da musste ich wegen den Knorpel aufbauen, weil der mir bei mir, aber Schwachsinn, absoluter Schwachfuck, ja, Schwachfuck, ja, warum? Ja, ab irgendwie im Alter 21, 22 ist Schluss mit Körperwachstum und dann wächst auch kein Knorpel mehr nach. Ja, und den hatte man bei mir, ja, aus den Gelenken komplett rausgeschabt, ja, vollkommener Sinnblöd, ne? Sinnfrei Handhabung, ne? Bescheuert. Aber egal, ne? Ja, der Arzt hat verdient, die Kasse hat ausgeschuckt, bezahlt, ja, und so wird alles, ne? Alles Stumpfsinn. So, pass auf, was machen wir heute eigentlich? Ja, wir haben so irgendwie so was vor, was habe ich im türkischen, bei einem türkischen YouTube-Film gesehen. Ihr wisst ja, ich gucke gerne türkische. Das ist privat auch, ja, so privat und lustig und albern und spaßig, ja, so wie das, was ich hier mache. Ja, da sind solche Familien, ja, nicht unbedingt albern, um Gottes Willen, aber so familiär, privat, bei denen zu Hause, ja, du siehst, wie die Leute ja, Eier aus dem Stall holen, ja, und die Kuh melken, ja, und diese Milch und die Eier und dann mit Mehl und zusammen, ja, einen Kuchen backen oder Pfannkuchen oder irgendwas oder Brot backen oder so, ne? Ja, das sieht man dann alles. Und da sieht man unwahrscheinlich viele schöne Hausmannskost, aber auf der türkischen Art und Weise. Ja, wie Brötchen machen, Fladenbrot, diese ganz dünnen Teigfladen, ne? Ja, wo man so Käse, Kräuter, zack, 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 und wie so ein Einsteckläppchen früher bei den Strunzläppchen, hat man ja auch immer gesagt, hat man so die Männer so in die Taschen gesteckt hat, ne? Passend zur Krawatte. Finde ich Knorke, ne? Schick, ne? Ja. Ja, die Krawatte, die kommt zum Beispiel jetzt nicht aus Europa, sondern oder doch jetzt, ne, Europa, die kam aus Kroatien, ne? Ja, Kroat, ne? Krawat, ne? Und ja, die hatten aber nur wie so ein Läppchen. Ja, das war, glaube ich, ganz gut oder so. Falls, das war auch, glaube, kriegsmäßig für Verwundungen. Man konnte damit auch mal was abbinden oder so, ne? Ja. Ne? Genauso wie Lebkuchen. Lebkuchen ist ja ein deutsches Produkt. Und
Und Lebkuchen wurde so praktisch von einem, ich glaube, das war sogar ein Apotheker, der doch schon hinter haltbare Lebensmittel oder so irgendwas. Ja, da gibt ja so einer mit Doppel-E am Ende, glaube ich, war das, ne? Den möchte ich jetzt nicht namentlich erwähnen. Das ist, glaube ich, nicht so gut, der Mensch. Ja, und ja, wir haben dann auch so Lebkuchen, wie gesagt, erfunden und sich ausgedacht. Und der ist unwahrscheinlich lange haltbar. Ja, oder Dosenbrot, ne? Nur bei Konserven, die ersten Konserven, die waren natürlich kritisch. Die waren innen drin nicht so wie unsere heute, ja, mit Kunststoff ausgeschlagen, sondern die hatten, ja, Dinger, wie heißen die? Nix. Also nix drin. Dinger. So, und das war natürlich der Nachteil, weil die Naht, wo man da dieses, das war so ein Blechstreifen, dann wurde, also, das floss immer so vorbei und dann kam immer so ein Messer von oben, zack, eine Bahn, dann hat man da dahinter zusammengedreht, ja, und dann wurde die Naht mit, ja, mit Blei, ja, so wie ein Bleifenster, verlötet, ne? Der Deckel, der wurde, glaube ich, auch noch irgendwie verlötet, glaube ich, damals, ja, so, und dann mit war Blei eine Nahrung. Und Blei ist nicht so gut, ne? Also für den Körper, ne? Blei als Kirchenfenster finde ich richtig schick, ja. Aber im Körper, so in der Blutbahn, das ist ganz, ganz dumme Gedanken. Das, nee, das muss ich nicht haben. So, pass auf, ich muss jetzt hier erstmal eine Schere haben. Ja, ich mache heute was. Ich habe das wohl gesehen, bin mir aber nicht so sicher, inwiefern ich da jetzt Herr drüber werde. Aber wir machen ja immer so einen Quatsch, ne? Ich zeige auch mal ganz kurz hier. Also ich habe jetzt hier so Wrapse. Kennt ihr die? Wrapse? Ja, das ist so ein dünner Fladenteig. Ja, ich habe jetzt, ich hätte ja noch Onkel Ali fahren können. Ja, das ist jetzt so ein Teich hier. Guck mal, ganz dünn. So, und den versuche ich jetzt hier rein zu bekommen. Schon mal erstmal als Unterlage. So, ja, okay. Dann habe ich mir gedacht, dass der Wraps, also dieses Fladenteig, ne, etwas breit, so also größer ist. Ich kann euch da mal gleich runterholen. Ja, größer ist wie die Auflaufform. Aber dann habe ich mir gedacht, dann machst du eine Wanne draus, ne? Das wird dann vielleicht so ein bisschen in Quiche. Kennt ihr Quiche? Ja, ich sag mal Quiche-Lorraine. Ja, ja, so. Ja, mit Porree. Ja, Porree habe ich auch da, ne? Ich zeige euch mal weiter, wie es geht. Ich habe Porree. Ich habe mal Paprika. Ne? Ausnahmsweise habe ich mal, versuche ich mal, ob ich das gebrauchen kann, weiß ich noch gar nicht mal. Ne? Dann habe ich hier Creme Lieb. Frech. Fresh. Creme Fresh. Ne? So, dann habe ich hier auch ganz gesund Feldsalat, ne? Lettuce, Lamps, Lettuce ist in Französisch. Ja, also wie gesagt, ich habe und ich habe hier Eier. Drei Stück an der Zahl. Dann habe ich hier, wie gesagt, den vegetarischen. Jetzt, ne? Jetzt habe ich jetzt mal genau irgendwie. Ja, manchmal stehst du da. Da brauchst du, wenn du schlecht gucken kannst, dann brauchst du auch noch mal ein bisschen mehr Lampe. Ne? Lampe. Licht. So. Ich weiß es nur nicht, ob ich jetzt alles da habe. Was hatten die denn da alles reingetan? Ja, man. Nee. So, ich versuche das jetzt mal und dann hebe ich euch mal eben runter. Ne? So, siehst du? Ja, der ist größer wie jetzt der. Ich mache mal eben schon mal meinen Schmuck ab. Ja, jetzt muss ich gucken. Ja, jetzt gehe ich hin, versuche das so ein bisschen in der Mitte zu vermitteln. Klingt ja wieder süß. Ja, so. Ja, weil wie gesagt, das ist jetzt wieder so ein Essen, wo ich jetzt absolutes Neuland betrete. Und ihr seid jetzt live dabei, hätte ich fast gesagt. Ja, okay, live ist es vielleicht gerade nicht. Aber es ist mal nun mal so. So. Jetzt habe ich hier schon mal eine Schicht drin. Jetzt muss ich hier eine Sache anrühren,
Jetzt wird es wieder rührend. Wo habe ich die? Ich brauche eine Schüssel. Ah, da. Dich nehme ich. Ich glaube, oder? Reicht das? So, das Porree tue ich erstmal beiseite, weil ich brauche ja auch ein bisschen Platz. Genauso wie das hier tue ich auch an der Seite. Das kann ich mir von da greifen. So, jetzt habe ich hier Eier. Ach ja, warte mal, brauche ich hier auch ein Messer. Ihr guckt weiter schön zu, ne? Ja, wie gesagt, ich bin keine Kochsendung, das ist ja einfach nur, weil ich sehr oft angeschrieben werde, ja, man sieht euch nie essen oder man sieht das Essen hinterher nicht. Ja, wie gesagt, das machen so Kochsendungen. Und ich bin da so ein bisschen, wie gesagt, ich mag es halt nicht. Ne? Die Kochsendungen, die sind nun mal für mich ja hässlich. Hässlich klingt gut. Ja, ich mag diese Kochsendungen nicht alle. Ja, weil die immer so ein bisschen, ja, die schmeißen immer, da schmeißen die mir auch zu viel weg. Ja, die zeigen dir ein Löffelchen sollst du essen. Ja, diese eine Sendung da, ja, Testlöffel oder ich weiß nicht, Test the Best oder ey, keine Ahnung, wie das alle da heißt. Ne? So, und das Problem ist, die schmeißen mir dann, meine ich, immer hinter zu viel weg. Klar, kann das Kamerateam da zugreifen hinterher, wahrscheinlich, denke ich mal. Ne? Aber auch so hier, wenn die so eine Schüssel da leer machen, ne, oder die, wo die, ja, dieses eingebildete Scheiß da, diese, alles so in kleine Schüsselchen. Ich habe das mal scherzeshalber auch schon mal gemacht. Also nicht, klagt mich nicht an, das kann aber auch sein, dass ich das auch nochmal machen werde, weil ich habe so diese kleinen Schälchen da. Warte mal hier, ich kann euch das auch zeigen. Ja, guck mal hier, so kleine Dinger da, ne. Ja, da kann ich jetzt hingehen, ja, Majoran reinmachen oder irgendwas anderes. Mein Gott, ja, sollen sie doch heulen, ne? So, guck mal hier, ich habe jetzt hier Ei. Ne, hier, müsst ihr gucken, da sind meine Eier. Ich mal wieder, ach du lieber Gott, das gibt wieder Minuspunkte. Dann meinen die Frauen, ich bin ja so sexistisch. So, und da tue ich jetzt hier ein bisschen schon mal Salz dran. So, habe ich dran. So, Pfeffer bräuchte ich auch noch. Ich habe hier Pfeffer. Ja, so. Weil ohne diese beiden Komponenten, also ohne diese beiden Gewürzen, schmeckt fast kein Essen gut. So, und jetzt gehe ich hin. Einmal feste aufschlagen. Dann kommt noch mal ein Schluck Milch dran, dann darf ich nicht mehr so feste schlackern. Guck mal, hier ist auch so ein Scheiß hier. Mann, ist hier der Deckel. Da, siehst du das, den Deckel? Da. Mann. Da kannst du schon gar nicht mehr so am Hals setzen, die Flasche. So wie man das gewöhnt ist früher. Ja, die Flasche am Hals. Also ich habe jetzt hier ein ganzes Ei reingedonnert. So, brauche ich da sonst noch was drin? Kräuter könnte ich da reinmachen. Wisse, Kräuter. Jetzt nehme ich wieder hier, damit sich ja eine Zuschauer mal wieder beschweren. Ja, das sind ja keine Kräuter. Doch, das sind Kräuter. Die sind halt nur gefriergetrocknet. Das ist jetzt hier so eine Würzmischung. Ja, das ist so ein Würzpulver. Ja, und das ist, das kennt ihr, Fondor heißt manches da, ne? Ja, Fondor, ne? Das könnte zum Beispiel, möchtest du raus, mein Schatz? Soll ich dir die Tür aufmachen? Bitteschön. Spazieren gehen, ja, wiedersehen. Und jetzt mache ich hier noch ein bisschen von der Zwiebel noch mit dran. So, alles heute in vegetarisch. Ja, wir versuchen uns da wirklich dran zu halten. Niki möchte da 40 Tage durchziehen. Ja, ich sag, du bist verrückt. Was soll mir denn da noch alles einfallen? Ja, irgendwo, da mangelt es an Ideen. Ja, wir haben jetzt, wie gesagt, auch so besondere Sachen da eingepackt. Warte mal,
Nein, kleben noch Kräuter dran. Die müssen alle mit im Pott. Geht ihr alle spazieren? Geht ihr alle raus, ihr Süßen? Hm, Kätzchen? So. So, seid ihr raus? So, und da gehe ich jetzt hin und mache jetzt da schon mal ein, so einen Löffel oder zwei oder wie viel auch immer ich dafür brauche, mache ich jetzt hier so mal drauf. So, guck mal, das verteile ich jetzt alles so schön. Das könnt ihr jetzt auch nicht mehr sehen, aber jetzt könnt ihr das wieder besser erkennen. Ja, siehst du das? Das verteile ich jetzt hier so. Und ein bisschen so am Rand hoch. Kann man ja schön machen. Das ist ja hier wie so eine Rutschebahn. So, siehst du das? Damit sich dieser Fladen, ja, das ist ja so ein Wrapp, ne? So ein Wrapp. Ja, ich weiß nicht, ob man das immer alles so. Für mich ist das ein Fladenpatsch. So, und jetzt geht. Ach nee. Soll ich jetzt oder soll ich das jetzt hier? Ich mache da ein bisschen Käse zwischen. Ne, Leute, also wie gesagt, wundert euch nicht. Ja, das ist jetzt mal ein Versuch. Ja, ich mache ja öfter solche Dinger. Ich meine, wir singen untereinander, sieht die Welt anders aus. Das habe ich ja schon hunderte Mal gemacht. Mit euch jetzt gerade vielleicht auch schon fast zwei oder dreimal. So, guck mal, ich habe jetzt da ein bisschen Käse drauf. Jetzt bin ich doch am Überlegen, soll ich oder soll ich nicht? Ja, ich mache da noch eine Lage von dem Teig jetzt drauf, damit wir das so ein bisschen dicker bekommen. Ne? Das muss ja auch, ja, man muss das ja auch hinterschneiden können, wie so ein bisschen wie ein Kuchen. So, guck, jetzt machen wir das so. Jetzt ist das schon wieder ja, doppelt so dick, weil halt eben zwei und natürlich, weil der Käse noch dazwischen ist. Ja. Und von dem Ei, das klebt dann gleich alles schön. Finde ich schon mal sexy. So, jetzt gehe ich wieder hin, mache da wieder so eine Schicht hier von dem ja, Ei, Milch, Creme Fraiche Mischung. Na, das kommt um die Kräuter natürlich auch nicht zu vergessen. Das kommt jetzt auch so dazwischen. Ja, dann mache ich nochmal einen Löffel. Wenn jetzt gleich nochmal ein Ei fehlt oder so, dann muss ich da halt nochmal eins beimischen. Ja, ich habe gesehen, also in einem türkischen YouTube-Film, da war das, da hat die Dame des Hauses, ist dann hingegangen und hat dann Eigelb und Eiweiß getrennt. Da habe ich noch so gesagt, Bitch, was machst du da? Da hat das Eiweiß ja, im Waschbecken wegverschüttet, also weggekippt. Ich sag, Mensch, du hast draußen vor der Tür Katzen sitzen. Ich sag, den kannst du das irgendwie auch ein Essen machen. Ja, und wenn du nur Brot fütterst, ja, in Türkei füttern die ganz gerne auch mal nur Brot. Ja, dann kann man da nämlich ohne weiteres, ja, das Ei weiß mit dem Brot, beziehungsweise das Brot mit dem Eiweiß tränken. So, jetzt gehe ich hier schwer davon aus, dass das sauber ist. Das sieht sehr gut aus. Das ist ja auch schon, ja, das ist, ich weiß gar nicht, wie ich schaffe, wenn die das. Ursprung Matsche, Ursprung Matsche, Maché, wie das heißen, aus Frankreich. Ja, ich muss das mal hier so gerade so mal durchlesen, aber ich kann das immer so schlecht erkennen. Ja, warum soll das, warum muss das, kann man das nicht weiß hinterlegen und schwarz draufschreiben, so wie hier, dann kann man das schon viel besser erkennen. Ja, das ist sauber. Ja, und dann gehe ich dahin, lege ich jetzt hier von diesen Feldsalat, wenn aber nicht sauber ist, dann muss ich das einfach weggreifen. Ja, so. So, und jetzt muss ich noch dabei gehen und hier eine Stange von dem Porree. Ne, das darf ja nicht fehlen, sonst ist es ja kein so eine Art Quiche Lorraine. So, warte mal, hier ist mein Messer. Das Messer kann eben zur Seite, dann brauche ich ein Brett vom Kopf. Das habe ich ja sowieso. Jetzt schneide ich hier. Ja, das ist immer hier schade. Ne? Ja, okay, das kann man, das könnte ich noch nehmen können, siehst du? Kann ich auch gleich noch. So, jetzt mache ich das hier, die äußere Haut mache ich ziehe jetzt ab von dieser Porree-Stange. Zack.
wenn er jetzt hingeht, zum Beispiel das hier, diese Wurzel, die fühlt sich jetzt auch noch ganz gut an, noch ziemlich frisch, ja, etwas länger abschneidet, ja, damit er ein bisschen mehr, ja, Stange dran noch ist, das könnt ihr so einpflanzen, dann kommt dann hier oben wieder eine Porree-Stange raus, die wächst dann wieder nach. Und da könnt ihr immer wieder von ernten. So. Die ist auch schön. Da hätte ich Porree-Gemüse auch mitmachen können. Schöne Stangen, die sind nicht zu dick. Ja, ich habe jetzt hier so ein großes Ausbeinmesser. Das ist so ziemlich das, was ich jetzt als schärfstes Messer habe. Und das kann ich jetzt wunderbar jetzt hier zum Kleinschneiden nehmen. Und wenn ich jetzt hier von Reste haben sollte, das kann ich wieder einfrieren. Da machen wir uns wieder unseren Fond, Gemüsefond raus. So, jetzt machen wir uns das auch noch da so drauf. Ja, ich bin überlegen, ich mache da gleich, bevor ich das richtig schwer zudecke hier, mache ich da noch ein bisschen Käse zwitschen. So, jetzt mal Regen. Regen erwartet. Ja, mein Gott. Alexa, musst du mir das jetzt jedes Mal sagen, dass jetzt Regen kommt? Ja, furchtbar, ne? Alexa, so, jetzt können wir da weiter mit dem Schichten machen. So, so ein bisschen auseinanderdrücken, so die Ringe hier so ein bisschen, ja, so anquetschen, ne? Dann hast du ja auch nur Ringe. Und ein bisschen drücken. So, dann gehe ich wieder zwischendurch hin und mache da hier von dem Hasenfutter noch was drauf. Gucken, ob sauber ist oder Wurzeln noch dran sind oder Dreck oder so. Das darf nicht, das soll nicht. Das muss schon immer alles schön ordentlich sein. Und dann gehe ich jetzt hin mit der Schüssel. Ja, die Eierpampenese, was wir uns da angemischt haben. Creme fraiche, Kräuter. 3 Eier habe ich jetzt mal alle drin getan. Ja, das kippen wir uns auch nochmal so ein bisschen darüber. Das sackt ja auch wieder zusammen. Ja, und dann ist es hier am Rand auch ein bisschen, also nicht jetzt direkt am Rand, sondern am Rand, wo der Teich da so innen drin liegt. Da kann man das auch nochmal ein bisschen. Oh, guck mal, das sieht doch richtig gut aus schon. So, und jetzt gehe ich wieder hin, kommt wieder ein bisschen Porree da drauf. Dann haben wir so ein bisschen schichtweise Schichtsalat, ne, mit Porree, ist auch schön und lecker mit Käse und Porree und so, guck. So, alles rennt, nichts überlassen hier. Was habe ich denn hier? Ich bin mir leider nicht sicher. Was willst du denn? Alexa, sag mal. Was sprichst du mich Guten da so? Guten Abend, Teddy. Hallo. In germanischen Dialekten hat Schmutz die Bedeutung von Fett. Der Begriff schmutziger Donnerstag geht darauf zurück, dass auch in der alemannischen Fast traditionell Fettgebackenes gegessen wird. Hier Fasnitzkirchle, Krapfen oder Nonnenfürzler. Des Weiteren war der Donnerstag auch der letzte Tag vor der Fastenzeit, an dem noch einmal geschlachtet und Fleisch verzehrt werden konnte. Übrigens, du hast eine neue Benachrichtigung. Möchtest du sie hören? Ja, mach mal an. Eine neue Benachrichtigung. Von Amazon. Regen erwartet. Na. Wie Dingens Thorsten, glaube ich, schon sagte, Alexa, meine Alexa ist ein bisschen verwirrt. Alexa,
Bist du heute ein bisschen verwirrt? Das weiß ich leider nicht. Die sind so schlau, ne? Mein Gott. So, ich mache dabei noch ein bisschen mehr Feldsalat drauf. Ich versuche das mal irgendwie alles da drauf unterzukriegen. Ja, das wird aber schwierig. Gucken. Der sieht richtig gut aus. Ne? Also ganz ehrlich, ich gucke mir ja immer so einen Salat genau an. Weißt du, nur wenn ich jetzt hingehe, einen Feldsalat oder Spinat noch großartig zu waschen, ja, dann ist dann hinterher nicht mehr, gar nicht mehr so viel von vorhanden. Und da gehe ich lieber ganz gerne hin und dann nehme ich den so, der ist ja eigentlich auch schon gewaschen, das ist ja das Schöne. Aber ich gucke dann trotzdem so die Blätter, ob da irgendwas dran ist, ja, und dann ist es auch wiederum gut, ne? Dann kann man das ohne weiteres, guck mal, ich kriege den ja bald ganz drauf, das wäre eine schöne Sache, weil dann steht ja erstmal der ein bisschen hoch, weil ich decke ja jetzt gleich auch nochmal von oben ab mit den Fladen, ja. So, zeig ich mal, ich gehe jetzt mal hier drüber, dann habe ich das, weil ein paar Zentimeter an der Arbeitsplatte, wenn du Rücken kaputt hast, das macht schon was aus, ne? Wenn die Arbeitsplatte so ein paar Zentimeter höher ist, ne? Ja. Was ich zum Beispiel gar nicht verstehen kann, in so, also asiatischen Ländern, da zähle ich jetzt auch mal die Türkei mit dazu. Ja, gibt ja auch einen asiatischen Teil, ne? Und einen europäischen Teil von Türkei. Die machen alles auf dem Boden. Ja, erstmal machst du dir die Knie damit kaputt und dann wundern sie sich, wenn sie irgendwann nicht mehr laufen können, ne? Ja, ja, weiß ich nicht. Also das ist schon, ja, das muss man auch mit beachten, ne? Hier bin ich, ne? Also ja, da muss man. Ich mache jetzt dann noch mal eine Prise Salz drüber, so, damit das nicht ganz so fade schmeckt, ne? Ja, ich bin mal gespannt. Also, Leute, nagelt mich nicht drauf fest. Wie gesagt, wir versuchen es ja fleischfrei. Und dann lässt man sich halt irgendwelche Dummheiten einfallen. So, und jetzt gehe ich wieder hin, mache jetzt hier, ich tue das jetzt so, dass die Blätter alle schön in der Form landen, nicht jetzt so außen rüberragen, weil sonst verbrennt mir ja das einzelne Feldsalatblättchen. Und jetzt gebe ich da schon wieder so ein bisschen, ja, Creme Fraiche und von dem Ei- und Kräutergemisch drüber. Ich glaube, ich mache da aber noch mal ein Ei oder zwei Ei rein. Ne, ich mache da noch mal, ich will da mehr Flüssigkeit dran haben, sonst wird der zu trocken. Hier habe ich noch ein dickes Ei. So, siehste, wieder Finger waschen, Eier angepackt, immer Finger waschen. Ach ja, Leute. Leute, mein Rücken, der ist ja so. Oh, boah. Ja, so. Verrühren hier, brauche jetzt kein Schneebesen, auch gut. Ja, ne? So. Ja, und ja, was macht man dabei, ne? Macht man überhaupt was bei? Ja, wir haben ja, wie gesagt, haben wir ja die so vegane Wurst probiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man das so isst, hat das eine komische Wirkung so auf der Zunge. Ja, es ist anders. Ja, aber wenn man die auf dem Brot isst, und dabei ist es ganz egal, ob Rosinenstuten mit Salami, also mit der
gefälschten Salami. Ja, gefälscht klingt auch gut. Also mit der vegetarischen oder veganen Salami isst oder sonst was. Das geht auch. Ja, ich mag das, ne? Also süßes Brot mit herzhafter Schinken oder Wurst oder irgendwie sowas. Aber wir haben Schinkenspicker, wir haben so eine, wie so Fleischsalami mit Pfeffer, ja, so einen gröberen Pfeffer drin. Ja, das klingt alles so Wurst, ne? Wenn man sagt Wurst, ist das für mich, das, was nach dem Metzger kommt, ne? Ja, also, aber ich muss sagen, alles in Ordnung. Ne? So, eins, was habe ich jetzt? Ja, das könnte ich dann so als, ja, das könnte ich machen, genau. Das mache ich auch. Nee, dann brauche ich das auf hier. Ja, ich habe ja jetzt hier noch die Pampinese. Die muss dann da drauf. Also wundert euch nicht immer, ja, wenn ich Pampinese sage, das hat nichts mit Mayonnaise zu tun. Das ist dann einfach nur, weil ich der Meinung bin, ja, man muss nicht immer das französische Wort dafür benutzen. Ne? Ja, dann nehme ich lieber Pampinese. Ja, bin nur gespannt, wie ich das aus dem Pott rauskriege. Ja, ich habe einen gesehen, der hat das in so eine Springform gemacht. Ja, hätte ich auch machen können. Das hätte vielleicht in eine Springform gepasst. Ich habe ja auch so das Zusammenschieben, ne? So eine Springform. Und das hätte vielleicht geklappt. So, das sieht gut aus, finde ich. Ne? Könnt ihr mal noch runterschauen, ne? So. Und jetzt gehe ich da hin und mache da nochmal so einen Fladen oben drüber. Soll ich da jetzt noch irgendwie Salz hatte ich ja in der Pampinese drin. Ja, guck mal, jetzt wenn ich jetzt noch Paprika drauf machen würde, könnte ich auch noch machen. Ich könnte doch, siehst du, glaube ich, mache da noch ein bisschen Paprika, kleine Würfel drauf. Ja, bis wir hier zum Punkt kommen, ne? Merkt ihr das? So, einmal kurz ein bisschen Handtuch abreiben. Ja, Gemüse, Obst, das sollte immer ein bisschen gewaschen und abgerieben sein. So, guck mal, ach, was hier jetzt wieder glänzt. Oh, wie neu. Hier habe ich ja schon gezeigt, wie das geht. Ja, ich fasse hier an dem Grünen an und knick das so nach innen und zack, habe ich jetzt schon sauber. Ne? Bisschen kloppen, dann sind die letzten Kerne auch raus. Ja, das Grüne anfassen, Daumen hier in die Mitte rein, zack. Bisschen das Weiße rausholen, ja, einmal auskloppen, Kerne sind raus. So, und jetzt gehe ich hin, nehme ich mal hier das große Stück, schneide jetzt hier ganz dünne, lange Streifen, so dünn wie ich irgendwie kann. Ja, wir sind ja nicht im Asiatischen. Wenn wir im Asiatischen sind, dann macht man ganz feine Streifen, da kannst du Zeitung durchlesen. Das wollen wir aber hier nicht. Wir wollen ja was in der Backen haben. So, es klebt, nein, das ist kein Blut, das ist ein Stück Paprika. Ein ganz dünner Streifen war das jetzt. Da kommen sogar die Asiaten nicht mehr mit. So. So, und das kippen wir jetzt einfach auch nochmal da oben drauf. Ein bisschen schön verteilen, damit jeder was davon hat. Hier wird keiner beschissen. Ne? Kommen Sie ran, kommen Sie näher. Oder wie war das nochmal? Kommen Sie näher, kommen Sie ran. Hier werden Sie beschissen wie nebenan. Ja, das hatte man früher mal so gesagt. Ne? So, das sieht doch richtig, ich würde sagen, sexy aus. So, und dann kann man jetzt noch mit Käse kleben. Der muss jetzt auch alles sein, weil wie gesagt, ich will nichts überhaben. Guck mal, weil das fällt schon so ein bisschen. Fällt das schon, könnt ihr da überhaupt sehen? Nee, könnt ihr jetzt da gar nicht sehen, weil ihr da schon wieder seid. Ne?
Ja, das fällt jetzt so ein bisschen durch das Gewicht auch schon ineinander. Na, komm, alles muss mit. So, das kippen wir jetzt alles da oben drüber. Zack. Und dann verteilen wir das so nach außen hin. Also ich könnte, ja, das sieht jetzt fruchtelig aus. Ne, ich weiß es nur nicht mit dem Feldsalat, ja, wie der sich verhält, so gebacken. Das habe ich jetzt auch nicht so. Aber ich denke, was Grünes passt da, glaube ich, ganz gut hübsch rein. So, und jetzt gehe ich hin, klebe da einfach jetzt nochmal den Deckel da oben drauf. Jetzt gucke ich, dass ich den so ein bisschen hier so reingedüllt kriege, gestupst. So, das sieht ja richtig gut aus, was ich hier mache. Oh mein Gott, Walter. Jesches Maria. So, guck. Oh, weich wie ein Kissen. Oh, ist das schön. Ach, wir haben heute unser Betten bezogen. Da freue ich mich, heute Abend schon wieder aufs Bett gehen. So, das sieht richtig gut aus, ne? Das passt. Das kann man so durchgehen lassen. Hoho, Leute. So, ich muss hier gerade mal eben kurz ein bisschen Ordnung schaffen. Ja, das sieht jetzt richtig knorke aus, weil ich jetzt hier gezaubert habe. Ne? Die Füllhöhe ist so. Ja, hier ist noch ein bisschen hoch. Ja, die Kamera zeigt es ja. So, siehst du? Hübsch, gell? Und wenn das jetzt schön, ja, der Käse, ja, hier oben an den Deckel klebt und dann auch noch nach unten fließt, sich vielleicht ein bisschen verbindet und vermählt mit dem Eierpampanese, ne? Ja, dann ist ja alles gerettet. Gerettet oder gerettet? So, ich tue das jetzt einfach schon mal im Backofen rein. Was habe ich hier? Ach, das sind ja noch die Frühlingsrollen. Krümelt von yesterday oder von vorgestern. Zack. So, jetzt gucke ich mal auf die Glock. 7:30. Ich glaube, das werde ich jetzt einschalten. Das mache ich aber jetzt nicht so volles Rohrpower. Ja, das soll mehr so ein. Ja, ich mache da vielleicht auch. Ich sollte dann vielleicht einen Deckel drauf machen, weil sonst kommt die ganze Wärme von oben. Ja, bei so einem Umluftherd, so einem kleinen Backofen, ist das so. Ja, da kannst du wunderbar Pommes drin machen, ja, weil die dann von allen Seiten gleichmäßig gebräunt, gegart werden. Ja, aber ich mache hier besser, mache ich mir so ein Blech drauf. So. Und dann kann das so ein bisschen in sich dämpfen, würde ich mal so sagen. Jetzt schalte ich das mal ein auf, was mache ich, den Kuchen? 160. Und Minuten sind dann da 30. Das könnte vielleicht schon reichen, ne? Ja, guck mal, jetzt habe ich hier auch noch drei Fladen über. Ja, kennt ihr das auch hier mit den Fladen? Ja, ich habe ja so einen Kontaktgrill noch. Ja, der steht jetzt da so ein bisschen so in der Ecke versteckt. Ne? Da ist der Kontaktgrill. Ja, und da kann man auch wunderschön ja, so ein Fladen einfach was reinlegen. Ich habe ja, wie gesagt, nur vegetarische Wurst jetzt gerade da. Und dann bin ich im Überlegen, ob ich jetzt einfach so ein bisschen Käse, eine Scheibe Käse, und dann das einfach mit drauflegen, also als Beilage. Also keine Kartoffeln, sondern ja, halt eben so eine Dingenskirchen. Ja, da zeige ich euch dann auch. Na, ach, ich habe ja auch noch hier Packscheu. Ja, Packscheu herein. Ach so, das war ich selber. Keine Panik, das war ich. Wir kriegen keinen Besuch. Hier habe ich eine Serviette. Eine Serviette. Das ist ja diesen Kontaktgrill ist das ja schön. Ja, da müsst ihr nur den Herd anschalten. Dann könnt ihr da auch schön sauber machen. Einfach mit einer Serviette eben kurz. Ja. Und wenn der angeschaltet ist,
dann geht er natürlich noch besser. Ich mache das jetzt hier im kalten Zustand und das ist auch ausreichend. Ne? Da kann man das Teflon, diese Beschichtung von den Kontaktgrill wunderbar abreiten. Muss aber warm sein, ne? Weil dann löst sich das wieder alles. Ne? Das Fett wird wieder flüssig. Also wenn ich da das Fett verschwunzt habe, ne, dann wird das wieder flüssig und das flutscht gut ab. Ja, ein richtiger Koch geht ja auch hin, der reibt die Pfanne nach dem Gebrauch ja auch nur mit einem Tuch aus, mit Papier aus, ne? Und hängt sie dann gleich so wieder weg. Weil A ist die Pfanne geschützt. Die meisten Küchen, die Großküchen oder Restaurantküchen, die haben natürlich diese schweren Edelstahl. Habe ich eine hier? Irgendwo habe ich, ach da, ja. Ich habe so eine schwere Edelstahlpfanne, so eine handgeschmiedete. Und die benutze ich so für ganz besondere Zwecke. Wenn ich mal draußen oder so mein Steak ja auf dem Grill mache, dann kommt das drauf, ordentlich gutes Kokosfett oder so, was auch hoch erhitzbar ist. Ja, und dann kommt dann da eben mal lecker Steak drauf. Gibt es eigentlich vegetarisches Steak? Dann wäre ich dabei. Wenn das so ähnlich ist, ne? So, das kann jetzt eigentlich auch hier eine Spüle. Zack, weg damit. Das ist ja was für die gelbe Tonne. Oh, Leute. Ach, das ist ein Blumenpott. So. Hier muss ich eben kurz einmal abreiben. Ne? Die Katze hat ja da gesessen. Die sollte da nicht sitzen. Aber ich hab hier Desinfektionsspray. Ja, eigentlich ein gutes, ne? 1,89 oder sowas. Bei Brutto kann man gut nehmen. Riecht auch richtig angenehm. Ja, das nehme ich jetzt hier auch für. Damit mache ich auch meine Holzbretter. Ne? Das ist Lebensmittel echt. Ne? Steht, glaube ich, sogar auch richtig drauf. Desinfektion. Ja, für Haushalt. Also wenn der Haushalt draufsteht. Ja, ihr spült das ja hinterher sowieso nochmal ab, ne? Oder? So. Ach ja. So. Schön abreiben. Zack. Die Abreibung abholen. Ja, ihr seht mich jetzt nicht, ne? Ach, ich kann mich manchmal auch nicht sehen. Wenn ich morgens im Spiegel gucke, dann sage ich, huh, wer ist denn das, ne? So nach dem Motto, ne? Ich sehe mich ja auch hier ständig. Ich habe also schon Übungen jetzt, ne? Also ist halt nicht mal ganz so schlimm. So, pass auf. Jetzt ist das sauber. Dann kann ich das hier auch ohne weiteres auslegen. Ich lege euch auch mal da eben drüber, über das Knie, ne? Also. So, jetzt schaut mal hier. Ich habe jetzt veganen Aufschnitt mit Grillgemüse. Ich habe jetzt keine, ja, vegan, der Beweis. Ich habe jetzt keine Salami gefunden. Ist ja auch, hätte ich auch gerne, weil Salami hat ja natürlich wieder so einen eigenen, ja, so einen, ich sag mal, so einen, wie so einen Rauchgeschmack. Ja, Salami hat ja nochmal einen eigenen Geschmack. So, und jetzt gehe ich hier hin, mache jetzt hier erstmal ein bisschen Käse. Käse ist ja ein guter Klebstoff. So, mache ich jetzt überall so ein bisschen gleich drauf. Na, so, zack, zack, fertig. Und dann mache ich überall einfach nur eine einzige Scheibe drauf. So kann das aussehen. Zack, Käse, den behalte ich noch. Und dann habe ich jetzt hier so ein bisschen kleine Paprikawürfel. Die kann ich da auch so ein bisschen drauf brieseln lassen. Zack, guck. Ja, überall gleichmäßig verteilen, damit keiner benachteiligt wird. Finde ich nicht so gut. Ja, so, siehst du. Nicht nachzählen, das stimmt sowieso nicht. So, und jetzt gehe ich wieder hin, mache oben drauf wieder Käse. So. Für die Asiaten war das ja eine lange Zeit lang vergammelte Milch. Ne? So, und jetzt gehe ich hin. Ich kann das jetzt rollen.
Ich roll das heute mal. Dann muss ich es ein bisschen auseinander. Ja, warte mal, soll ich so? Ich kann das einmal die Seiten ein bisschen einschlagen, ein bisschen drücken. Und dann fange ich an jetzt hier vorne ja, mit dem Rolle, Rolle, Rolle. So, zack. Ja, die Seiten einschlagen, damit halt der Käse da nicht so raussabbert. Ja, so. Ein bisschen drücken. Ja, aufpassen, das kann natürlich auch mal einreißen. Ja, aber das ist nicht so tragisch. Da guckt man mit klar. Ja, bis zur Hochzeit ist wieder alles geregelt. So, ein bisschen die Paprika zur Seite noch. Ja, Käse quer. Zack. So, so. Und dann fangen wir an. Das, was ich hier schon gefalten habe, das wird auch ja, eingerollert. So. Ja, man kann jetzt da noch Mayonnaise zwischen machen, Ketchup oder weiß der Deibel, was alle. Ja, und jetzt lege ich das einfach schon mal hier zwischen. Brauche ich ja noch nicht einschalten. So. Klappt zu. Affe tot. So. Jetzt packe ich jetzt mal den ganzen Müll zusammen. Den bringe ich dann raus. Und dann machen wir eine kleine Pause. Und das alles, wenn das fertig ist, da zeige ich euch, ja, wenn es fertig ist. Na, so. Bis später. So. Da sind wir wieder. Ach ja. So. Die Kreppes anmachen. Dann geht halt gleich los, ne? Mit der Nahrung. Jo. Ach ja. Ja, ich stelle dir am Tisch. Ach, dann brauche ich noch ein Brett vom Kopf. Brett. Bretter, die wisst ihr ja, die hole ich immer aus dieser Ecke hier, ne? So habe ich auch ein Brett vom Kopf. Das war der Anlassjodler. Ach ja. Hatte ich das eigentlich jetzt schon gesagt? Wisst ihr, was mich fürchterlich freut? Trump hat so richtig einen vom Sack gekriegt. Und ich will hoffen, dass das mal so manche Leute wachrüttelt. Hm? So ein bisschen vom Kopf klatschen, so, ne? Klatsch, bang, boom. Ja, damit die mal langsam wissen, dass das alles Kacke ist. Ist ja bei uns auch nicht anders, ne? Die suchen sich ja alle Nordkorea aus, ne? Die wollen ja alle wie in Nordkorea leben. Ja, abgeschlossen und alles verboten und stramm stehen und jeder hat dieselbe Jacke an. Ja, warum nicht? Das finden die Leute ja auch schon wieder gut, ne? Ab und zu mal Neues, ne? Ja. So ist das eben, ne? Ha. Ja, ja. Also ich bin jetzt mal gespannt. Also ich weiß wirklich nicht, wie das wird, ne? Also ich mach das jetzt, alles gut da? Ach so, jetzt muss ich das hier. Ja, mein, gibt ja, muss ja alles ein Geräusch abgeben, ne? Ja, Trump gibt auch Geräusche ab. Hexen, Hexenverfolgung, Hexenverfolgung. Ja, Leute, lass ihn mal rennen, ne? Ach, du Kacke, ne? Ach, der trampelt hier. Ach. Ja, ich habe ja auch Kürbis.
Ich hatte ja auch einen Kürbis gekauft. Also fällt mir ein, Trump sieht ja auch manchmal so aus wie ein Kürbis, so quittegelb, ne? So angemalt, ne? Ja, als wenn du so mitten mit so einem Selbstbräuner ein bisschen verrutscht bist. Oder du hast einen Kopf im Selbstbräuner mal so eingetunkt, ne? Ist mir immer früher passiert, ne? Da bin ich eingeschlafen an der Tastatur am Computer und am anderen Tag hatte ich hier so, ja, WERG-Dingens-Tasten, ne? Und Spacebar hatte ich hier unten. Ja, lustig. Ja. Achso, meinen Schmuck kann ich ja wieder anziehen, anlegen. Oh, ich liebe Schmuck. Achso, und danke übrigens, das ist für mein Porzellan so gut gefällt. Ja, das ist Villeroy. V und B, ne? Ja, Wilbo. Ja, und ich bin damit sehr zufrieden. Doch, ist keine Werbung. Ich mache keine Werbung hier, beruhigt euch. Weil, wo ich kein Geld für kriege, ne. Ach ja, ja, die Family sitzt noch oben und guckt noch Dr. Wer? Der Doktor mit der blauen Polizeitelefonzelle, ne? Da kann man dann reingehen und dann heimlich anrufen. Zumindest in der, ne? Die ist ja innen drin größer wie draußen rum, ne? Die ist ja schön groß, geräumig von innen. Finde ich gut, ja. Hätte ich auch gern. Stell dir mal vor, so ein Tiny House, ne? So ein Teeny House, ne? Da ist ein ganz kleine Telefonzelle, wenn du reingehst, boah, ist ein Riesenpalast. Was meint ihr denn, was man da an Platz sparen könnte, ne? So in Xinjiang oder so. Ja, die haben ja immer so Platzmangel, ne? Dann müssen ja so diese Kapselhotels, ne? Das ist so wie im Raumpreis Enterschiff, ne? Da hast du dann so eine Klappe und dann schmeißt da Geld rein, ja, und dann kannst du für 5 Stunden oder so drin schlafen, ne? Vielleicht kostet das 5 chinesische Euro oder so, ne? Dann kostet das eine Stunde einen chinesischen Euro, ja, Yin Yang oder Yangs oder wie das heißt, das Geld, ne? Ja, und dann kannst du da den Heier machen, ne? Ein Fernsehapparat, eine Klimaanlage, eine Lüftung oder was wohl, und Licht an, da kannst du über dunkel anmachen, auch schön, ja, und schön, ne? Und dann ganz klein, dann hast du so 87 Stück übereinander, mehr geht nicht, weil die Decke, ja, sonst schläfst du in den Wolken, ne? Ja, hast du, ne, so ganz viel übereinander, nebeneinander, ja, so platzsparend, alles schön, finde ich das, ne? Sparsam. Nur eben halt die Küche da drin, ne? Die wird ein bisschen sehr arg eng, ne? Aber der Trump, ne, das freut mich, ne? Da kriege ich, einen inneren Orgasmus, aber nicht weiter sagen, weil ich hier so erzähle, ne? Ei. Ja, so ist das, ne? Tja. Ja, das ist so, ne? Das Leben, das wird nicht leichter, ne? Ja. Wenn man es schwer hat, ne? Ja. Was habe ich jetzt wieder? Ja, die Heidemarie Klumpatsch, ne? Die ist ja schon wieder die Mädchen am Drohen, am Erpressen. Ja, ein muss schlanker werden, dann kommst du auch vor der Kamera, ne? Ja. Was knistert denn jetzt hier? Ne? Ihr müsst schlanker werden, sonst kommt ihr nicht vor der Kamera. Die ist ja schon wieder hyperaktiv dabei, ne? Die Quieke-Tutze da, ne? Finde ich ja, die ist ja so unnütz, ne? Die ist ja gefährlich, ne? Komisch, da sagt kein Mensch was, ne? Da haben die kein Problem mit. Und ne? Und überhaupt, ne? Ja,
Wer hat dir vor, ganz ehrlich, ja, ich habe vorhin noch so weit gelesen, ja, ich war dick und ich bin immer gemobbt worden, ja, das tut mir furchtbar leid, ne, ehrlich. Ja, also ehrlich jetzt, ne? Und das gehört sich nicht. Ja, wer hat denn das Recht, wer nimmt sich das Recht, vorzugeben, so, du bist jetzt nicht schlank, du bist hässlich. Hallo Leute, kehlt noch? Ja, früher, ne? Früher wurde drauf geachtet, ja, ob die Mädels eine breite Hüfte hatten. Das ist alles weg, ne? Alles braucht man nicht mehr. Nö, heute wird geschimpft, wenn du mal ein paar Kilo mehr drauf hast. Ja, tu mich aber echt mal abnehmen. Ja, da kommt irgendeine Fluggesellschaft und sagt, das Mädel muss 71 sein. Ja, ja, und, ja, so schlank und blond und, ja, und da musst du in unsere Sterbadess-Kleidung passen. Hallo Leute, mit was für ein Recht kommt ihr denn da? Ja, lasst doch die Leute gefälligst so aussehen, wie sie möchten. Ja, es ist bekannt, ja, es ist ganz weltbekannt. Ja, zumindest in den kalten Regionen, ja, dass stabile Menschen, Männlein oder Weiblein, egal, ja, mit mehr Rippen besser durch den Winter kommen. Ganz klar. Also, ja, aber das ist jetzt, du musst so aussehen, oh, du musst jetzt eine schöne Hautfarbe haben, sonst wirkst du ja, so krank oder so. Ja, Leute, geht das noch? Ja, weil ich jetzt nur Scheiße finde, ja, diese fußkomische Menschen da in Japan da, ne, ja, so die so alle so verkrampfte Füße haben, ne, haben die so klein, habe ich so kleine Schüchen gesehen, ne, bei YouTube oder irgendwo, ne, so kleine Schüchen für eine erwachsene Dame, also Leute, bitte, ja, was ist das, ja, oder hier, das Brett vorm Kopf, ne, damit die so einen Eierschädel haben, wie diese Conehead, ne, so aus der Science-Fiction Scheiße Serie, ich hasse das. Boah, das habe ich noch nie gern geguckt. Das ist so albern ist das, ne? Nee. Science Fiction muss bei mir schon ein bisschen was Ernstes, einen ernsteren Hintergrund haben. Ja, so. Ja, und ja, hier, guck mal, jetzt droht der vergammelte TV, also die ja öffentlich-rechtliche, also diese Drecks-TV-Sender da, ne? Ja, mit ihren Wiederholungstätern, ja. Bist du eine Wiederholung nach der anderen am gucken, ja, oh, dann haben sie auch mal zwei, drei neue Tatorte gezeigt. Ja, und was ist? Ja, gleich die GZ mal wieder hoch, Heidewitzka, Herr Kapitän, ja, sicher, Leute, geht das noch? Ja, okay, da kamen viele ganz böse Sprüche, da kam auch von so einer komischen Partei da, so ein blauer Hintergrund mit so einem Haken da dran, ne, brauche ich nicht. Ja, aber weißt du, so, das geht mir nämlich ganz derbe am Sack. Ja, ja, die mischen dich natürlich auch ein. Überall da, wo was los ist, mischt dich da so ein Rotz da ein, so eine Pappelacke da, ne. Ja, sogar, ne, aber die meinen das, die finden das gut, ich nicht. Ne? Ja. So, was ist denn jetzt hier? Hier ist auch fertig, alles fertig. Ach ja, Leute, schön, dass alles fertig. Wie sieht das denn aus? Also ich bin gespannt, ich weiß nicht. Ja, also ich weiß gar nicht, ob sie es wussten, aber na, ja. Ach ja, so, jetzt muss ich das erstmal hier so ein bisschen gucken. Muss ich erstmal gucken, ob einer guckt. Nee, ich muss das nicht haben. Warte mal, ich könnte hier so klein Dessert, da muss ich euch mal eben kurz beiseite schubsen. Sonst komme ich da nicht in den Schrank. Nee, siehst du, ich hab immer, ne, hier, ich hab das immer in Gebrauch. Tag und Nacht, Butterstülpe und ich hab sogar, guck mal hier, ich hab sogar so Kakaobecher. Schön, ne? Oder für große Gänseeier. Als Eierbecher. Jetzt ist aber gut, ne? Ach ja, ja, aber der Trumpf, ne, der Trumpf, dieses Säuche, ich hätte mal Sau gesagt, sage ich aber nicht, Sau sage ich nicht, ja, solche Wörter benutze ich doch gar nicht, ist da irgendwas, ich
höre immer was rascheln. Ich höre immer was rascheln und ruspeln und knuspern. Ja, so sieht das doch schick aus. Ja, also ich bin jetzt mal, also jetzt muss ich das hier mal so ein bisschen drauflegen wieder. Hier ist der Käse so ausgelaufen. Das macht er nämlich auch gerne. Ja, das macht der Käse gerne. Sieht aus wie Erbrochenes. Ne? Guck mal, da zeige ich euch mal, wie das aussieht. Ne? Weil, aber so ein Kontaktgrill, Leute, ja, da würde ich den Tramp reinlegen, weißt du das doch. Ja, das ist eine Drecksau, ist das. Den seine, der war ja in so einer Elite-Schule damals. Ich glaube, Elite-Schule, ich kenne sowas gar nicht. Den brauchen wir hier auch, glaube ich, gar nicht. Ne? Wir sind alles Elite-Menschen. Ja, so eine Elite-Schule. Und das waren ja dann nur Jungs, ne? Oh, ganz schlecht, Jung, nur Jungs, ne? Und da haben die Eltern, den, wenn sie den am Wochenende besucht haben, den so ein leichtes Mädchen immer mitgebracht. Ja, guckt, geht bei YouTube, guckt es nach, ja? Da gibt es so eine Story von kleinem Baby bis Erwachsenenalter, bis vor kurzem eben, ja? Da steht, da, nein, da hörst du das. Ja, für ich war, ja, was der alles so gemacht hat, ne? Ja, und das ist auch gar nicht so ungerecht, seine Strafe, finde ich. Ja, ich will ja nicht immer so politisch werden, ja, aber du, das sind doch die ganz normalen Gespräche, die du und er sie es und divers, ja, in der Küche doch bequatschen wollt, würdet, macht einfach, ja. Aber das sind Unterhaltungen. Ja, und Comedy eben. Nicht vergessen, ist alles Comedy. Nein, aber das, was ich sage, das hat schon Hand und Fuß. Das zeige ich euch hier trotzdem mal. Ne, guck mal, das sieht doch schon mal ganz nett aus, ne? Ich stehe so vielleicht ein bisschen im Licht. So, siehst du? Oh, ja, hier ist so ein bisschen Käse ausgelaufen hier. Das habe ich dann schnell oben drauf gebappt. Ne? Und das stelle ich jetzt schon mal am Tisch. Ja, das ist, ich finde das schön, ne? Also ja, so ein bisschen über irgendwas zu quatschen. Ja, so, guck mal, da hast du so viele Themen, was, brauchst ja mal nur Nachrichten gucken, ne? Ja, was mir ganz, ganz richtig schwer an den Nieren gegangen ist, einer, der für mich, ja, der ist schon der zweite sogar, ja, aber einer der aktuellen Zeit, der mutigsten Männer der Welt. Der mutigsten Männer der Welt. Ja, der hätte keine Möglichkeit gehabt, ja, sich irgendwie, ja, auch wie, sag ich mal, so ein Computergame, eine Waffe zu schnappen, ja. Und was haben sie gemacht? Tot. Ich rede jetzt von, ja, von Nawalny, ne? Hochachtung. Absolute Hochachtung. Dieser Mensch, das war für mich, boah, ja, ein Kämpfer, ja, der das, wenn man das mal so in so Computergame-Sprache, der den Endgegner am Bart gekitzelt hat. Nur er durfte nicht ran. Ne? Ja, also angefangen hatte damals mit Schlaglöcher im Boden, ja, und hat dann die Leute attackiert und beschimpft, ja, die sich das Geld lieber in der eigenen Tasche gestrichen haben, ja, anstatt die Schlaglöcher zu reparieren. Okay, ich meine, Niki ist letztes Mal auch mit seinem kleinen Roller, ist er hier auch in der Schlaglocke gefallen. Könnte man ja auch mal von berichten, ne? Das wäre überhaupt meine Idee, da mache ich mal einen Bericht von den Schlaglöchern hier, ja, so von allen Seiten und, ja, dann lade ich noch diesen Maler ein, der da, ja, und da gibt es welche, die machen da Blumenerde rein und pflanzen da Blümchen und so und ja, die, oder der Maler, ne, Kreide, ne, dann machte da so Figürchen rein und so, ja, so, oh, finde ich lustig, finde ich gut, ne, ja, aber wie gesagt, Hochachtung vor diesen Menschen, ganz ehrlich, der hat für mich, ja, mehr als einen, wie sagt man dazu, diesen, so einen Ordner verdient, ehrlich, ne, ja, aber also, du sitzt da im Karton. Schön, dass du da im Karton bist. Katze sitzt im Karton, da geht's also gut. Also,
Kathi, unseren Katzen geht soweit allen gut. Ja. Cody hat, wie gesagt, er hat wohl einen schwer auf die Nase bekommen. Ne, und dem, ja, dann war die, das braucht bei Hunden und bei Katzen braucht es immer ein bisschen länger. Ich habe meinen Hund gesehen, der hatte so ein, also so dickes Ohr hatte, der so ein Schlappohr hatte, der war schon ein größerer Hund, ne, aber so ein ganz dickes Schlappohr hatte gehabt, nur weil die Katze da irgendwo mal so mal auf die Ohren gehauen hat und wund, ne. Und dann hat sich das so entzündet durch die Katzen, weiß nicht, was die dafür für Bakterien haben, ja, und nee, aber jetzt sind sie alle, weil wir, ich will ja mal wieder meine Katzen auch mal ins Schlafzimmer lassen. Ja, wir lassen unsere Katzen im Schlafzimmer, ja, und ja, wenn sie denn lieb sind oder ja, dann war da auch, wie gesagt, mit den Zähnen, ja, die Cody hat dann eine Zähne gemacht, ne? Nein, aber und dann hat er da ja, immer so gesabbert, ne? Sabbert, ne? Ja. So, jetzt nehme ich das mal hier raus. Mal gucken. Gut ausschauen tut das. Also da bin ich jetzt doch. Ich nehme jetzt mal hier das gute Messer. Achso, nee, das ist das bessere Messer. Und dann brauche ich hier so eine Schaufel. Wo bist du denn? Ich hatte das hier. Ja. Ne, da bist du nicht. Dann bist du hier. Da bist du, ja. So. Das ist jetzt so eine Sache, ne? Also ich bin immer gespannt. Ja, wenn er ein bisschen raussabbert oder so, der Saft oder so vom Porree oder Zwiebel oder was weiß ich, was ich da alle rein, oder Paprika, ja, dann ist es ja gut. Dann ist nicht so schlimm. Ne, das lasse ich jetzt einfach einen Moment stehen, dann löst sich das ja auch von der Wand, ne? Ja, weil Wärme dehnt sich aus, ja, ne? Oder steigt nach oben oder wie auch immer, ja, Kälte zieht das dann sich wieder, weil wenn das kalt wird, zieht sich das wieder zusammen, ne? Ja, das kann ich euch auch zeigen. Dass du mich liebst, aus der Cloud sende ich dir Worte und Musik. Alexa, Ankündigung Wohnzimmer. Was ist die Ankündigung? Essen ist fertig, tralalala. Schaltet mal den Dr. Wu aus. Jetzt geht's durchs Haus, Leckerchen, Schmackofatz. Ankündigung. Essen ist fertig, tralalala. Schaltet mal den Dr. Wu aus. Jetzt geht's durchs Haus. Leckerchen, Schmackofatz. Lach doch mal mit, ihr Pappnasen. Mann, ich geb mir auch voll die Mühe. Oh. Tja, hoffentlich. I hope so much. Habt ihr meinen Singsang gehört? Ja. Und? Wo wird das getragen? Der wurde auf Sigi und auf dem Fernseher übertragen. Ui, auch noch? Ja. Ja, supi. Und damit war denn automatisch gestoppt. Ei, ist das schön. Ach ja. Jetzt ist in ganz Deutschland alles, was jetzt hier guckt, ist jetzt die an der Dingen gestartet, ne? Die Ankündigung.
Das ist es, ne? So, ihr Süßen, ich wünsche euch was. Schön, dass ihr da wart. Wie gesagt, ich werde mir auch dann morgen berichten, wie das denn so gewesen ist. Wir haben ein bisschen was zu bequatschen. Dann ist immer ja, Sendepause bzw. Licht aus. Ja? Ich wünsche euch was. Glück auf, haltet die Ohren steif, den Rest auf. Und Niki, kommst du bitte? Oh mein Gott, das war die Wurst. Die Wurst, die ich damals an der Decke geklatscht habe. Die schimmert wieder durch. Alles klar, ich wünsche euch was. Tschüss. Tschüss.